Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Let's Play von Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen das frische Italien, das mächtige Italien, möchte ich mal sagen. Es sieht fast so aus, als würde Brasilien zu uns gehören, die sind aber nur unabhängig. Mexiko sieht auch so aus, ist aber auch noch unabhängig. Wir müssen versuchen, dass es keine anderen grünfarbigen Nationen auf dieser Weltkarte gibt. Vielleicht können wir Brasilien und Mexiko bei Zeiten noch erobern. Erstmal laden wir den Spielstand hier und starten durch. Diese friedliche Musik täuscht darüber hinweg, dass es bald wieder Krieg geben wird. Ich möchte an der Stelle direkt schon mal sagen, wer jetzt meine taktischen Überlegungen mittelfristiger und kurzfristiger Perspektive nicht hören will, der kann einfach mal 5 bis 7 Minuten vorspulen. Ich trinke erstmal einen Schluck und dann erkläre ich euch so in etwa, was ich vorhabe. Wir haben 193 Zivilfabriken. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es momentan nur eine einzige Nation, die auch annähernd so viele hat wie wir. Ja, und das sind die USA. Ich spiele momentan tatsächlich mit dem Gedanken, Krieg gegen die USA zu führen und hier das Steigern der Popularität in Bälde abzubrechen. Das Ding ist halt, ich habe echt am Anfang gedacht, die wären ein bisschen stärker, aber als ich da mal reingeguckt habe, die haben ja nur 11 Militärfabriken. Also das ist ja gar nichts. Die haben 22 Schiffswerften, aber 100, sagen wir mal 140 Zivilfabriken. Die werden uns ja irgendwann, wenn die sich jetzt hier erstmal schön ihre Wirtschaft aufbauen, dann könnte es ja passieren, dass sie uns irgendwann davonlaufen werden. Das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen trotzdem. Aber die sind ja momentan noch sehr schwach und wir könnten sie ja erobern. Wir könnten tatsächlich die USA erobern, um uns diesen gigantischen Ölvorrat an 1450 produzierten Öl zu sichern. Das halte ich für eine extrem wichtige Sache. Dann können wir nämlich eine Autarkiepolitik im Sinne unseres Duce betreiben, beziehungsweise Mussolinis Autarkiepolitik sah ganz anders aus. Der wollte nämlich ganz gerne Italien wirklich auch aus Italien heraus versorgen. Stimmt, also eigentlich hat es überhaupt nichts mit der ursprünglichen italienischen Autarkiepolitik. So, naja, sagen wir mal so, wir erweitern sie etwas. Wobei natürlich, ja, also ich würde schon sagen, diese kolonialistische Politik, die Mussolini in Afrika betrieben hat, stand auch auf jeden Fall so im Zeichen der Versorgung seines eigenen Landes. Ist, das sieht, ne, das ist doch der Scirocco hier, oder? Das ist echt cool animiert, das gefällt mir echt gut. Und ich glaube, hier drüben gibt es den Monsun, ne? Der ist auch irgendwie, den sehen wir jetzt aber halt nicht, okay. Der ist noch nicht da, dauert noch ein bisschen. Okay, was ich sagen wollte. Ich glaube, diese kolonialistische Politik von Mussolini in Afrika ist auch so zu deuten, dass er diese Länder auch versucht hat auszubeuten, um sein, um das italienische, in Anführungszeichen, Heimatland jetzt eben zu stärken. Hier bei Hearts of Iron 4 geht es ja im Wesentlichen um die Versorgung mit Rohstoffen. Was aber im Zweiten Weltkrieg ein viel gravierenderes Problem wohl gewesen sein dürfte, ist die Versorgung der Bevölkerung und der Soldaten mit Lebensmitteln. Denn auch wenn man in Italien sogenannte Battaglia del Grano, also Getreideschlachten, die hießen dann im nationalsozialistischen Deutschland übrigens Erzeugungsschlachten, auch wenn man die durchgeführt hat, war man nicht in der Lage, ausreichende Reserven zu bilden, um einen Krieg, der länger als 2 oder 3 Jahre dauert, zu überstehen. Das dürfte in Italien auch nicht so viel anders gewesen sein. So, und jetzt bevor die Leute, ich werde das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholen oder sagen wir mal, vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher darstellen, damit die Leute, die das jetzt vorgespult haben, nicht die Hintergrundinformationen verpasst haben. Sagen wir nochmal ein bisschen was zu unserer Vorgehensweise oder zu der, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, die USA erobern halte ich immer noch für eine gute Idee, weil wir kriegen so viele Zivilfabriken, wir sind dann sehr überlegen, würde ich mal einfach behaupten. Wir können vor allen Dingen eine richtig große Flotte aufbauen, was ich extrem cool finde, weil wir mit den Zivilfabriken viele, viele Werften bauen können. Das ist eigentlich eine coole Sache. Wozu brauchen wir eine große Flotte? Irgendwann müssen wir gegen Japan kämpfen und die haben tatsächlich eine große Flotte.
Man mag es kaum glauben, dass ein Land, das beinahe nur aus Inseln besteht, eine große Flotte hat, ne? Klar, Binsenweisheit, ne? Aber die haben eine große Flotte. Und wenn wir gegen die kämpfen, hätte ich gerne große Flotte, weil ich will mit Schiffen spielen in diesem Spiel. Es gibt Kriegsschiffe. Ich will damit auch spielen. So, China nach wie vor eine interessante Option, um hier den Krieg zu eröffnen. Natürlich kein Bündnis mit Japan, weil die sollen sich nachher mit Deutschland zusammen mit der Sowjetunion prügeln. Und wir versuchen entweder vorher noch schnell die Türkei zu erobern und hier eine fette Verteidigungslinie hochzuziehen, sodass sie sich hier in Georgien die Zähne ausbeißen. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, habe ich die richtige oder die falsche? Ach, ich bin so eine Geografie-Null, ne? Es tut mir leid. Aber ich glaube, doch, das müsste es doch sein hier, ne? Also wir wollen auf jeden Fall hier so den Kaukasuswall bauen, wie ich das jetzt mal nenne. So dass die Sowjetunion, wenn die dann hier angerannt kommt, erstmal hier schön ihre Armeen im Kaukasus verbrettern kann. Und wir stoßen über den Iran, den wir zu einem späteren Zeitpunkt noch erobern werden, halt hier dann vor und versuchen hier einen Keil reinzutreiben. Das ist so mein Plan. Im Idealfall hat die Sowjetunion dann schön viel Material am Deutschen Reich gelassen und die Japaner versuchen das von hinten so ein bisschen aufzurollen. Soweit die Theorie. Weil ich glaube tatsächlich, selbst wenn ich mich mit den USA verbünde, das könnte tatsächlich sein, dass die mir irgendwann gegen die Sowjetunion helfen, aber ich glaube, ich hätte die Fabriken gerne selbst. Weil sie sind so ein bisschen... Sie sind kein wirklicher Wackelkandidat, aber es ist tatsächlich einfacher, weil die USA garantieren ja auch alles Mögliche aufgrund ihrer Monroe-Doktrin, sage ich mal, garantieren die ja alles hier unten, ne? Und ich will auch gerne irgendwann nochmal Südamerika erobern. Auch so ein Faktor, ne? Australien müssen wir erobern, weil es grün ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Australien, Brasilien, Mexiko müssen wir erobern, weil die grün sind. Vielleicht Tibet noch. Ist auch so ein ähnliches Grün. Tibet ist, glaube ich, noch eine Möglichkeit. Ne? Dann führen wir Krieg gegen China, holen uns hier so 2, 3 Provinzen. Es muss gar nicht mal so viel sein, aber ich will nicht, dass die Japaner alles bekommen. Das möchte ich nicht. Sondern wir holen uns vielleicht sogar hier noch ein paar von diesen hochproduktiven Küstenregionen, könnte auch sein. Das Dumme ist, Nanjing erreiche ich nicht mehr vor den Japanern. Da werden die schneller sein. Die sind schon hier gelandet. Das ist richtig kacke hier. Da sind sie in Shanghai. Das ist nicht gut. Das ist halt echt nicht gut. Ja, und dann ist hier Stopp, ne? Xinjiang, Mongolei sind kommunistisch. Die werden von der Sowjetunion geschützt und ich greife die Sowjetunion definitiv nicht an, bevor die nicht im Krieg sind mit dem Deutschen Reich und mit Japan. Weil es einfach zu viel zu erobern ist. Man hat es ja in Marvins Österreich-Let's Play gesehen. Was das für ein schönes Stück Arbeit ist. Ja, so, jetzt muss ich nochmal gerade ein Stück trinken und überlegen. Den Irak können wir vielleicht noch mitnehmen. Müssen wir mal schauen. Den Iran möchte ich gerne mitnehmen. Und Saudi-Arabien ebenfalls. Da müssen wir mal gucken. Die Alliierten gibt es, glaube ich, noch. Ne? Die bestehen aus Australien momentan, oder? Alliierte, da. Australien ist Mitglied der Alliierten. Wer gehört noch dazu? Wir gucken mal gerade. Wen gibt es hier noch? Hier die Philippinen. Die sind eine Marionette der USA. Ach, so ist das. Ja, stimmt, genau. Moment, Neuseeland gibt es ja auch noch, ne? Du gehörst wahrscheinlich auch zu den Alliierten, ne? Ja, und zwar nur Australien und Neuseeland. Das heißt, wenn wir die erobert haben, dann ist das Bündnis komplett weg. Es gibt momentan nur 3 wirkliche Bündnisblöcke. Die Kommentaren, die noch nicht geschaffen wurde bei der Sowjetunion. Die Achse, die momentan nur aus dem Deutschen Reich besteht. Und dann halt uns, das Novus Imperium Romanum. Ich glaube, Portugal könnten wir noch in Bündnis nehmen. Über einen Schwerpunkt, über einen nationalen Fokus.
halte ich nicht für so dumm. Bei Rumänien bin ich mir halt nicht so sicher, weil die Sowjetunion irgendwann Bessarabien beanspruchen wird. Und ich sag mal, Rumänien zu verteidigen ist definitiv schwieriger, glaube ich, obwohl, ja, wir können es auch fast erobern. Das ist fast besser. Es ist fast besser, Rumänien zu erobern und hier auch nochmal so eine fette Verteidigungslinie hochzuziehen. Ah, ne? Ja, Fragen über Fragen. Also, aber dann machen wir doch mal so. Wir greifen China an, weil wir nicht wollen, dass Japan da so viel bekommt. Ich will die auch nicht zu stark haben. Außerdem kriegen wir dann vielleicht Tibet, ne? Dann haben wir nochmal so einen grünen Blob weg. Irak, Saudi-Arabien, Iran können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht Irak zuerst, weil die haben relativ viel Öl, ne? 35, das ist mehr als Saudi-Arabien, ne? Ja, der Iran ist noch interessant, ne? Aber der ist dann wieder uninteressant, weil wenn wir die USA haben, haben wir genug Öl. Dann haben wir genug von allem. Dann brauchen wir keine Rohstoffe mehr zu importieren. Ich glaube, das ist halt insofern wichtig, weil wir dann wirklich unabhängig sind. Und Öl brauchen wir auch für unsere Schiffe. Gut, soweit erstmal dazu. Wir gucken kurz in die Produktion. Wir haben viel zu wenig Flugzeuge. Wir haben viel zu alte Panzer. Genau, wir bauen ein bisschen was hier an Handelskonvois. Okay. Was bauen wir hier? Wir reparieren die Zivilfabriken in Friesland. Das ist gut. Boah, ne, ich meine, ihr seht ja schon, wie viel wir jetzt produzieren. Das wird halt so unglaublich viel mehr, wenn wir die ganzen Zivilfabriken von den Amerikanern haben, ne? Ja, gut. Also, wir könnten. Lasst mich kurz überlegen. Wir müssen ja ein bisschen mittelfristig planen. Also China ist zuerst dran, danach kommt unser Gegner USA. Das heißt, das Ding hier ist Kacke. Da ist unser Hafen und wenn die Australier das überrennen, wenn die den Alliierten beitreten, ist das scheiße. Dann kommen wir hier nämlich nicht mehr hin. Das heißt, wir bauen noch einen Hafen hier hin. Im Idealfall halt nicht hier, weil sonst müssen wir da über diese Brücke drüber. Im Idealfall irgendwo, wo wir auch viele Möglichkeiten haben, ansonsten um uns zu hauen und zu wüten. Ich glaube, hier ist gut. Ich überlege gerade, Hafenstufe 4 ist vielleicht nicht so schlecht, dann kann man hier auch mal ein paar Schiffe reparieren. Also, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, es gibt viele, die gehen hin und bauen das Ding einfach direkt auf Stufe 10 aus, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu. Das ist mir auch ein bisschen too much. Wir brauchen außerdem noch einen Flughafen. Und ich will nicht, dass der auch direkt hier drüben liegt, sondern den machen wir ein bisschen safe. Den machen wir ein bisschen safe. Wir brauchen mehrere Flughäfen. Wir brauchen einen Flughafen hier. Nee, warte. Aber hier Flughäfen zu bauen. Wir wollen ja nach Papua. Das ist das Dumme. Das ist ein eigener Luftraum. Aber ich glaube, hier ist immer noch so am besten, ne? Vier Stück, 800 Flugzeuge, super. Ja, ich glaube, mehr brauchen wir da nicht. Wir haben auch gar nicht so viele Flugzeuge. Mach mal eins weg, 600 reicht. Ich sag mal 200 Jäger, 200 taktische Bomber und 200 Luftunterstützung. Mach noch 200 Marinebomber dazu, dann haben wir. Ja, ich glaube, das ist gut. Okay. Dann müssen wir die Philippinen ja erobern. Das heißt, im Idealfall, da ist ein Hafen drauf. Bauen wir den noch ein bisschen aus. Fünfer Hafen, 50. Machen Sechser Hafen. Wir haben genug Zeit.
Das dauert ja auch, bis unsere Truppen in den USA dann angekommen sind, wenn wir darüber wollen. Also bis dahin ist das Ding gebaut. Mach hier einen Fünfer, ja. Und dann machst du mir bitte hier auch direkt einen Flughafen drauf. Ach scheiße, den kriege ich hier. Okay, mach einen Vierer Flughafen hier. Und machen wir noch einen Vierer Flughafen in Nordborneo. Ja, die Dinger sind ja fast alle repariert. Deswegen frachte mir die nochmal nach oben. Wir reparieren erst das Gedönsel hier. Wobei Infrastrukturreparaturen kann ich tatsächlich echt mal ganz weit unten einsortieren. Hafen ist schon wieder wichtiger, weil das ist ein strategisches Element. Aber Leute, die Infrastruktur da oben in Flandern, die ist mir total Latte. Solange da keine beschädigten Kriegsfabriken und so drin sind, ist mir das eigentlich egal. Ne? Also das ist halt hier die beschädigten Zivilfabriken in Friesland. Die packen wir mal ganz nach oben. Die will ich gerne haben, weil dann produziere ich wieder schneller. So, ne? Und dann sind wir wieder hier nämlich dabei. Das ist prima. Der Song Viva Colonia is now playing in your head. Ich überlege gerade, wie gehen wir bei den Schiffen weiter vor? Ich bin sehr damit einverstanden, dass wir momentan so eine große Zerstörerflotte aufbauen. Wie viele Zerstörer haben wir denn in der Klassis Romana drin? 35. Das ist eigentlich fast genug, ne? 14, 15 hier jeweils. Du gehst mal in die Zerstörerflotte 1. Wenn unser Schlachtschiff fertig ist. Ja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch Transen. 3 Stücker. Das heißt, wir brauchen noch eine Werft. Ist ja scheißegal, wo erstmal. Bauen wir die Werft hier unten. Das ist echt ein bisschen doof, dass man die Sachen hier nicht einfach so gut schieben kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich will mir jetzt noch so einen kleinen Überblick hier verschaffen. Gut. Wie viele Militärfabriken brauchen wir jetzt momentan? Wir wollen ja gerne... Ja, da werden wir bald einen größeren Bedarf dran haben. Insbesondere bei den Marinebombern, wenn wir gegen die USA kämpfen. Wir brauchen außerdem auf jeden Fall... Wir brauchen definitiv viel mehr Panzer. Also würde ich fast sagen, wir gehen eher noch mit den Zivilfabriken runter. Ne, bricht mir die Zusatzausrüstung nicht ab. Schieb mir die Panzer mal nach oben. Das ist okay. Das reicht momentan. Ich will da nicht zu viel dran rumfummeln. Geh hier noch ein bisschen runter. Ja, geh auf eine Reihe runter. Also wir haben jetzt noch eine Militärfabrik über. Weil hier ist ja auch noch nicht mal ansatzweise die Produktionsobergrenze erreicht. Wir brauchen viele Jäger auf jeden Fall. Ach, das ist aber nur Verbesserungsbedarf, muss man dazu sagen. Ja, ist aber sicherlich auch nicht verkehrt. So, Panzer, Waffen, Waffen. Artillerie immer. Artillerie muss immer mit rein. Da könnten wir auch bei der Gelegenheit mal gerade gucken, wie viel haben wir denn auf Lager bei Artillerie? 399. Die habe ich schon eine Unterstützungsartillerie mitgegeben. Hast du eine Unterstützungsartillerie? Noch nicht. Dann nimm die jetzt mal mit.
Ich gucke nochmal nach, aber es müsste doch eigentlich eine gute Sache sein, ne? Ja, verbraucht dann wieder so viel. Ich mag das nicht so gerne, wenn man die Sachen dann... Ich mag das nicht so gerne, wenn man die Sachen dann erstmal nachproduzieren muss. Das ist eigentlich nicht so gut. Vor allen Dingen, weil ich ja auch noch vorhabe... Lass sie mal noch raus. Lass sie mal noch raus. Ich will auf jeden Fall noch Truppen ausheben. Das möchte ich an der Stelle direkt sagen. Wir haben ja noch hier unsere Kolonialdivision. Die werden wir nicht auf Dauer behalten. Ich möchte die eigentlich möglichst bald auflösen. Im Idealfall, wenn sie in China ihre letzte Pflicht erfüllt haben. Momentan sind die, glaube ich, noch ganz okay. Also was heißt, die sind ganz okay? Achso, ja, vielleicht nehme ich da tatsächlich jetzt echt mal ein anderes Icon für, ne? Nimm mal ein anderes Symbol. Was nehmen wir denn? Viele nehmen die Vögelchen. Ja, weil die finde ich irgendwie doof. Wir nehmen hier den Pfeil nach unten. Ah, müsste ich jetzt speichern müssen. Ja, sorry. Ja, okay. Ne? Ja, so, dann weiß ich auch, dass die auf... Ach so, du hast es auch bei der... Ach, ich habe das bei der Infanterie jetzt gar nicht. Ich bin so ein Trottel, ne? Wo ist mein Helmchen? Wo ist mein Lord-Helmchen? Moment. Da ist ein Totenkopf drauf? Ne. Wir sind hier keine... wir sind doch hier keine Gothics oder Rockabillys oder was auch immer, die überall einen Totenkopf drauf haben wollen. Standardsymbol bitte. So ist besser. Ja, okay, so ist gut. Wir werden die bald auflösen. Oh Gott, 21 Minuten und ich habe noch nichts gemacht. Leute, es tut mir leid. Sekunde. Wobei einige ja auch gesagt haben, sie mögen das, wenn ich so langsam spiele. Ich bin ja geneigt, euch hier einzusetzen. Das Doofe ist halt, wenn ich die hier einsetze, die haben so ein hohes Versorgungsgewicht. Ne? Also, die sind, die brauchen sehr viel Nachschub. Das ist immer so der Nachteil bei der Sache. Aber stell dich doch mal hier auf. Wir machen... folgenden Plan. Du greifst hier an. Hier ist alles voller Gebirge. Das finden die Gebirgsjäger richtig toll. Wobei mir ja nochmal ein und bitte aggressive Ausführung des Angriffsplanes. Wobei ein Zuschauer... Ach, ich muss hier... Sekunde. Meine Adobe Premiere im Hintergrund hat gerade genervt. Ein Zuschauer hat mir gemeint, Gebirgsjäger werden ja eigentlich dazu ausgebildet, in jedem Terrain zu kämpfen. Vielen Dank für den Hinweis. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So, und jetzt kann ich dich hier hinzufügen an die Frontlinie, was sehr praktisch ist. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Truppen. 1, 2, 3, 4, 5... Ja, ist okay. Und ich muss ja im Gegensatz ich habe Marvins Spiel mit der Volksrepublik China gesehen. Ich muss ja im Gegensatz zu Marvin auf meine Manpower achten. Ich habe ja nur 419.000 in der Reserve momentan. Das werden auch nochmal mehr, aber momentan ist es echt ein bisschen krass. Okay, so, das heißt also, wir werden von hier... erstmal die Gebirgsregion hier erobern, was halt die absolute Oberverschwendung ist, aber ja, es ist echt die ultimative Verschwendung, aber China hat so einen geringen nationalen Zusammenhalt, dass sie halt sehr früh kapitulieren werden. Da muss ich halt gucken, wo ich überhaupt Siegpunkte kriegen kann, ne? Ich mach eine Frontlinie, ja, ich glaube, ich mach's doch anders, aber wir gucken gleich mal. Ich mach nur eine Frontlinie hier. Ich werde die Pläne da nochmal alle ändern, aber jetzt nur schon mal so gerade, damit ich auch hier so ein bisschen Angriffsbonus bekomme.
so halbwegs exploite. Ich werde den Angriffsplan irgendwann mal ausführen, keine Sorge, aber ja, stelle ich euch hier auf. Wir bauen außerdem. Ich will auf jeden Fall. Mach mir hier ein weniger. Ich will 6 Panzerdivisionen haben. Ja, und zwar 2 Stück. Und ich baue dich in Sizilien. Wo ich jetzt wahrscheinlich ganz viel bauen werde, solange bis ich gegen die USA kämpfe. Und du gehst. Nee, stopp. Du gehst hier in die Frontlinie rein. Ich glaube, es geht, dass er direkt zur Frontlinie geschickt wird. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste gehen. Weil sonst poppen die erstmal alle in Sizilien raus. Ist doof. Okay. Ein bisschen Infanterieunterstützung ist hier sicherlich angezeigt. Das wäre ganz cool, wenn du das machen könntest. Ugo. So ein bisschen Unterstützung hier von Truppen, die in der Lage sind, die Flüsse zu überqueren. Das aus dem Flughafen, den hätte ich gerne. Ja, so ein bisschen versetzt kann der ruhig sein. Und du kommst bitte hier auch direkt. Kommst du bitte hier direkt an die Front mit dazu. So. Okay, dann machen wir machen es ein bisschen anders. Und zwar unsere Gebirgsjäger. Die stellen wir hier auf. Und die werden hier nur ein bisschen was einnehmen. Also hier von diesen Provinzen werden die echt nur ein bisschen was einnehmen. Nur die strategisch interessanten Punkte. So, sehr, sehr basal eingestellt jetzt erstmal. Aber es muss ja übersichtlich und einfach bleiben für die. Damit die nachher hier den Stoßtruppen entlang der Küste folgen können. Denn ich muss jetzt gucken, dass ich so viele Siegpunkte wie möglich einnehme. Ne? Und hier, ja, Chongqing, bis ich da hinkomme. Also es geht, da muss ich aber halt hier mit den Panzern durchstoßen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist insofern nicht ganz so einfach, weil die Chinesen einfach extrem viele Truppen haben. So. Du. Mit der Kolonialinfanterie. Du kommst mir ausnahmsweise mal hier. Upsala, Entschuldigung. Du kommst jetzt hier hin. Weil du musst eigentlich. Du sollst nur diese Front halten. Mehr musst du gar nicht machen. Ja, ich verschicke jetzt mal gerade alles hier rüber. So, und ich lasse mal. Ich werde das gleich auf einer höheren Geschwindigkeit loslaufen lassen. Ausnahmsweise, Männer. Ausnahmsweise. So, das ist Portugal, das bin ich, das bin auch ich. Ich kann damit leben, wenn sie Hongkong überrennen? Eigentlich nicht so gut. Das Gute ist, ich bin hier relativ schnell durch, wenn wir Hongkong halten können. Aber es ist Infanterie, nee. Nee. Da müssen wir Hongkong freiboxen, wenn sie es überrennen sollten. Aber ich stelle dich lieber nochmal hier unten rein. Ach, ich werde keinen Angriffsbonus bekommen. Ich werde so schnell hier zuschlagen. Die werden überhaupt keine Ahnung haben, was hier passiert ist. Stopp, das müssen wir nochmal neu machen. Du musst gar nicht so großartig hier durchs Gebirge rennen. Nimmst du diese Hügelkette mit. Bis runter in den Fluss. Ich glaube, das ist so ganz gut. Und auch du kannst aggressiv ausführen. Genau, okay. So, dann werde ich das Ding jetzt umbenennen in Asien. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich das so brauchen werde. Okay. Also, dann müssen wir gerade nochmal nach den Generälen schauen.
Ubaldo Sordo, das ist der Panzergeneral. Uo Cavalero, der ist echt kacke. Den würde ich am liebsten rauswerfen. Da ist mir Pietro Badoglio eigentlich noch lieber. Und der Badoglio, der kommandiert ja jetzt auch die Verschanzungsfritzen hier drüben. Und da kann dann auch die Infanteriedivision der Spanier mitmischen. Okay. So, ich überlege gerade, ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal das Wichtigste. Brauche ich Marine hier drüben? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Wenn ich die Klassis Romana mitnehme, hier rüber segle, wenn Segeln ein anderes Wort für den Motor anwerfen und dahin schippern heißt. Okay, dann wird das jetzt mal. Achso, ich drücke Alt-Rechtsklick, das ist natürlich Quatsch, ne? Hierhin bitte. Dann wird das jetzt mal ein Heimathafen. Ich brauche hier drüben ja auch einen ordentlichen Hafen, deswegen müssen wir den noch ein bisschen ausbauen. In Tonkin. Wir haben die Feldlazarette erforscht, das ist ziemlich gut. Logistikkompanie wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Was haben wir noch so? Wir haben das ja 38. Hier werde ich bald die Forschungsslots brauchen, bis aber erst zu 39% fertig. Haben wir unseren Fritzen mit der Landdoktrin bereits eingestellt? Ja, ne, oder? Haben wir, da genau. Rodolfo Graziani, großer Schlachtplan. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt auch mal auf den großen Schlachtplan, oder? Es sei denn, ich habe noch was übersehen. Bessere Panzer sind auf jeden Fall gut. Können wir gegen die USA gebrauchen? 188 Tage. Ja, ist auch nicht ohne. 39 hat noch ein bisschen Zeit. Maximale Planung plus 30%, das würde mir nicht viel bringen, ne? Aber ist okay, gut. Also mach du den großen Schlachtplan. Machen wir den großen Schlachtplan. Den sollte man, wurde mir auch gesagt, den von einigen Zuschauern, den sollte man eigentlich immer forschen. Wobei ich da dazu sagen muss, ja, schon halt, ne? Aber dabei sollte man dann auch bedenken, ja, werte mir mal das Flugfeld bitte auf. Dabei sollte man halt auch bedenken, dass der sich entsprechend ja erstmal lohnen muss, ne? Also ich finde es halt sinnvoll, den dann zu forschen. Sigona ist ganz gut, dann kriegen wir einen besseren Bomber. Der Bomber, den wir jetzt haben, der ist halt scheiße. Marinedoktrin auch nicht so schlecht. Die Miralja-Klasse wäre noch eine schöne Idee. Ich hätte gerne mal Flugzeugträger in der Flotte. Das Ding ist aber, die brauchen wir noch nicht so dringend. Die brauchen wir noch nicht so dringend, nee. Soldati-Klasse wäre ziemlich nice. Bessere Zerstörer sind auf jeden Fall genau mein Ding. Pack und Flak hat noch Zeit. Forsche ich, ne? Kavallerie-weicher Angriff, motorisierte weicher Angriff. Die Mechs haben wir halt noch nicht, ne? Leck mich fett, ey. Moment mal, aber der Raket. Was kostet denn die? Hä? Moment mal. Technologie ist derzeit 7,3 Jahre voraus. Aber das ist doch bei 36 einsortiert. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach so, weil wir da Raketen für brauchen oder was? Ich weiß es nicht. Wir nehmen die verbesserte Infanterieausrüstung mit. Nachdem wir die Wirtschaftssachen ja eh alle forschen. So. Also, da haben wir noch den Flughafen. Habe ich den hochgeschoben? Noch nicht so ganz, ne? Also bitte ganz nach oben mit euch. Ja, und dann Militärfabriken natürlich. Klar, wir müssen Flugzeuge raushauen, aber hallo. Nehmen hier die Flieger mit. Gut.
Ich will sicherheitshalber mal noch keinen in Hongkong stationieren. Das wird noch ein bisschen zu heikel. Ja, Versuchungspriorität ist okay. Panzer habe ich in Auftrag gegeben, oder? Ja, Panzer habe ich in Auftrag gegeben. Habe ich die auch mal überarbeitet? Haha. Ja, wir brauchen wahrscheinlich mehr Panzer dafür, ne? Ja, wir sind eh schon knapp mit Panzern dran. Geh ein bisschen runter bei der Artillerie. Ein bisschen runter bei der normalen Ausrüstung. Geh noch einen Ticken runter bei der mechanisierten. Und dann machst du mir den danach wieder voll, bitte. Okay. Wir haben die Industrie Römisch 2. Wir nehmen jetzt den zusätzlichen Forschungsplatz erstmal. Wir können ruhig wieder weitermachen hier im Programm. Du bekommst bitte das Feldlazarett. Und du auch. Ich werde die hier allerdings auch früher oder später auflösen. Ach komm, das haut hin. Ich weiß gar nicht mehr, bringt das Feldlazarett bei dir auch was? Ich hasse dieses Geräusch. Oh, ich könnte übrigens gleich mal den Anspruch fingieren. Ah, die Gebirgsjäger kommen so langsam an. Oh wow, die kommen auf dem Landweg. Krass. Teilweise, ne? Okay. Das mit dem Kriegsziel rechtfertigen oder Anspruch fingieren, wie ich es nenne, das geht relativ schnell, ne? 15 Tage. Okay, machen wir direkt. Machen wir direkt. Ja, Nanjing wird sehr bald fallen. Die haben keine Chance. Ja, komm, mach mal ein Feldlazarett rein. Ich meine, wir haben eh genug Motorisierte. Ja, die Mannstärke ist jetzt so niedrig, weil ich hier einiges an Truppen in Ausbildung gegeben habe. Okay. Ah, scheiße. Die stehen dann halt auch nicht so geil, ne? Ist besser, wenn die hier rüberlaufen. Wir warten mal gerade ab, wenn die rübergehen, ob sich das dann hier verbessert. 29, 27. Jetzt müsste ich hier eigentlich nur die Infrastruktur ausbauen. Sollen wir das noch gerade machen? Aber das dauert ja wahrscheinlich eh zu lange, oder? Machen wir zweimal Infrastruktur in Tonkin. Schieb die mir mal hoch. Ja, wir können noch an allem bauen, was ich hier so vorhatte, ne? Wann bist du fertig? 9. Juni 38, okay. Weil mit mangelndem Nachschub ist es halt immer ultra schlecht, ne? Ja, wie viel Nachschub wir hier haben, weiß ich halt beim besten Willen nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, die Chinesen kriegen das natürlich mit, die sind nicht doof, ne? Die lassen sich jetzt schön hier von den Japanern überrennen und stellen lieber jetzt alle ihre Truppen hier an die Grenze. Also okay. Ja, also eigentlich das Ziel der italienischen
Kriegsrüstungspolitik, wie auch immer man das jetzt genau nennen will, bestand darin. Ah, ich habe einen neuen Gebirgsjäger. Warum bist du... Habe ich dich zu früh ausgehoben vorhin aus Versehen, anstatt eine Truppe abzubrechen? Stimmt, ne? Okay, wir machen mal gerade Folgendes. Okay, du. Okay, du gehst hier in den Angriffsbefehl rein. Ach, jetzt weiß ich auch wieder warum. Du gehst hier rein. Ich will den Giovanni Messe gerne noch befördern, nach Möglichkeit, ne? Zum Feldmarschall, weil der halt einfach, also mit Stufe 7, der wird eine Stufe verlieren, glaube ich, ist in Stufe 6. Aber das ist halt ein echt guter Feldmarschall und der, wie heißt der nochmal, der Sebastiano Prasca, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir den auch noch befördern können, dass es ein ziemlich guter General sein wird. Mit Nachschubmangel hier ist halt echt scheiße, Junge, ne? Was sind die Auswirkungen hier? Hier nicht. Hier? Auswirkungen? Versorgungsstatus. Gesamtverschleiß 1,2. Ungarn hat der Tschechoslowakei den Krieg erklärt. Dann wird jetzt irgendeiner bald der Achse beitreten, ne? 0,9 Verschleiß. Okay, das geht nur so halbwegs. Ungarn ist den Achsenmächten beigetreten. Dark Days Ahead. Wir haben den Kriegsgrund gegen China. Okay. Den Krieg sehen wir dann noch im nächsten Part. Also da werde ich jetzt nicht mehr lange rumfackeln. Aber in dem Part fange ich jetzt den Krieg nicht mehr an. Ich will aber noch was zu dieser Autarkie-Politik von Mussolini sagen. Also wie gesagt, man hatte damals diese Vorstellung, dass man das schaffen könnte. Ich weiß auch nicht warum, aber seit dem Ersten Weltkrieg gab es merkwürdigerweise immer noch diese Vermutung, man könne das schaffen, eine Wirtschaft möglichst autark zu gestalten. Das heißt autark, unabhängig von anderen Volkswirtschaften, beziehungsweise doch zumindest so, dass die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung im eigenen Land gewährleistet wird. Das ist das eine. Und dass die wichtigsten Rohstoffe, die man braucht, auch zu Hause hergestellt werden können. In Deutschland hat man zum Beispiel tatsächlich diese Gummisynthese da betrieben. Also man hat halt Gummi hergestellt und sich halt dadurch versucht, vom Kautschuk unabhängig zu machen. In Italien vor allen Dingen die Nahrungsmittelversorgung eben bei diesen Battaglia, wo man versucht hat, Sumpfland wieder urbar zu machen, also fruchtbar zu machen. Das war insofern halt auch sehr wichtig. Achso, ich guck mal gerade, sind die Truppen denn schon da? Sonst könnten wir den Krieg jetzt auch schon mal beginnen, ne? So ein paar von den Marines sind da noch unterwegs. Ach, warte mal. Diese 17 jugoslawischen Regimenter. Sag mal, möchtest du die nicht vielleicht noch hier dem Badoglio geben? Und den Panzer, den packst du noch da rein. Nee, stopp. Sekunde. Und die zwei Hot Hüs, die packst du mir da bitte rein. Ach, scheiße, ich muss jetzt, glaube ich, auch echt direkt zuschlagen, ne? Weil sonst ist meine Versorgung da unten einfach nicht sicher. Dem Sodo, ne? Oder wer war das jetzt? Muss gleich nochmal gucken. Wir haben noch hier Hotte Hüs, ne? Ich sag euch auch direkt, ich nehme die Hotte Hüs mit, weil ich brauche eine Armee, die möglichst schnell ist. Also die eine sehr hohe Geschwindigkeit aufbauen kann. Das ist eigentlich hier egal. Die Gebirgsjäger kannst du da jetzt mal drin lassen. Ich will jetzt nicht den Giovanni unnötig mit Truppen zukippen, weil ich den ja erst mit Stufe 7 befördern will und nicht mit Stufe 6. So. Eine möglichst mobile Truppe. Panzer und Pferdchen.
Einfach damit man immer die Möglichkeit hat, einen Keil zwischen die anderen Truppen zu treiben. Und das ist extrem nice, damit um gegnerische Armeen einzukesseln. Jetzt hier sieht's für mich auf jeden Fall mal so aus, als könnten wir da alles überrennen, weil das sind alles nur Einzeltruppen, ne? Das wird relativ gut gehen, denke ich. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Autarkiepolitik, ne? Also interessant halt eben vor allen Dingen, dass man tatsächlich geglaubt hat, man könnte die Bevölkerung ernähren. Und das musste man eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg mit den... Ich glaube, allein in Deutschland waren das 250.000 Hungertote. Das muss man sich mal überlegen, dass halt da 250.000 Menschen verhungert sind. Das kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen, dass so viele Leute verhungern in so einem wohlhabenden Land. Also, ne, während des Ersten Weltkriegs sind das natürlich ganz besondere Umstände gewesen. Aber auch da hat man ja nicht weit genug gedacht. Und man hat vor allen Dingen nicht gedacht, dass diese Kriege so lange dauern, weil man war nicht in der Lage, eine Nation über ein Jahrzehnt oder von mir aus auch ein halbes Jahrzehnt mit Nahrung zu versorgen, ohne dass man das irgendwie, dass man einen Außenhandel betrieben hat. Das ging einfach gar nicht, ne? Und das war auch im faschistischen Italien nicht viel anders. Also man brauchte ja technische Gerätschaften von außerhalb, man brauchte vor allen Dingen Dünger, das habe ich glaube ich schon gesagt. Also Dünger war unglaublich wichtig, gerade wenn man unfruchtbares Land wieder fruchtbar machen wollte. Aber auch zur Ertragssteigerung und auch zum Halten des Ertrags war das unglaublich wichtig. Und es ist einfach keinem Land so wirklich gelungen, da richtig autark zu sein. Im Zweiten Weltkrieg, also den Italienern nicht, den Deutschen erst recht nicht. Und so hat sich also auch diese von Mussolini forcierte Politik als vollständiger Fehlschlag entpuppt, das muss man auch ganz klar sagen an der Stelle. Und die Leidtragenden waren nicht nur die Bevölkerung im eigenen Land, sondern vor allen Dingen auch die Soldaten, die an der Front kämpfen mussten, weil die echt schlecht versorgt waren und sich ja dann aus den eroberten Gebieten ernähren mussten. Und ich glaube auch, dass das eine sehr ungünstige Konstellation ist, wenn die Soldaten hungrig sind und dann tatsächlich, also wirklich, also richtig Hunger haben, also richtig um ihre Existenz hungern, ja, und dann, keine Ahnung, eine Stadt erobern und dann die natürlich plündern wollen, ne? Ich glaube, dass das insgesamt eine sehr ungünstige Konstellation ist. Abgesehen davon, dass die Menschen ja, dass beide Seiten auch darunter leiden, also es ist auch ganz schrecklich. Also ich möchte auch in dieser Zeit, gerade auch in diesen Umständen, nicht gelebt haben. Definitiv nicht. Also da möchte ich wirklich nicht gelebt haben. Ich kann es nur noch mal betonen. Ja, mit diesem doch eher unschönen Fazit möchte ich hier an der Stelle dann schließen. Im nächsten Part sind wir zurück mit dem Krieg gegen China. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis dahin. Ciao.